das am Definieren gerade oder was? Naja, so die Weihnachtsfeiertage. Form-Update hier, eine Woche Diät. Das Ganze ergibt jetzt ja insgesamt knapp 1000 Kalorien. Da habt ihr es gesehen, eine Woche Diät ist geschafft und ja, bei 87 in etwa eingestiegen. Gutes Kilo verloren in der Woche, ich denke, das ist ganz in Ordnung. Ich bin mal wirklich gespannt, wie es bei der Kraft aussieht, weil da merke ich schon so langsam, gerade so beim Bankdrücken und so bei den Grundübungen, dass es ein bisschen schwächer langsam wird. Ganz ehrlich, Sportfreunde, ich würde euch auch lieber zeigen, wie ich mir einen schönen Kaffee mache mit so einer krassen, modernen Kaffeemaschine. Aber ich mag einfach keinen Kaffee. Das würde auf jeden Fall im Video geiler aussehen, wenn man so eine Kaffeemaschine bedient. Wisst ihr, was ich denn machen kann, dass ich irgendwie Kaffee mag? Mich ärgert das selber. Ich will auch so eine geile Maschine haben. Aber es lohnt sich ja nicht, so eine Maschine zu kaufen, wenn man keinen Kaffee trinkt, oder? Stattdessen gibt es mal einen schiefen Wasserhahn, der muss mal gemacht werden, der ist schon seit 2 Jahren schief. Da kannst du irgendwie unten so Dinge reinschieben, ne? Aber das fehlt mir, dass der irgendwie von innen stabilisiert wird und oh, die Vermietung macht das auch nicht. Ich meine, solange das Wasser läuft, alles in Ordnung, aber ich habe Schiss, dass irgendwann die ganze Bude unter Wasser steht. Falls ich euch eine kleine Empfehlung hier aussprechen darf, dann sind es die Beats AAs mit Cola-Limetten-Geschmack. Die schmecken so ein bisschen wie Cola Light mit Zitrone, vielleicht kennt man das. Und das ist wirklich ein geiler Geschmack von den Beats AAs. Während ich hier mein Pre-Workout-Gesöff runterschepper, sitze ich hier noch ein bisschen an den Inhalten von meinem neuen Projekt, was ich mit meinen beiden Kumpels aus Dortmund mache. Es wird eine Art Internetportal und es geht langsam so in die heiße Phase. Das heißt, die letzten Wochen, bevor es online geht, so langsam kommen so ein bisschen noch Zweifel und so ein bisschen Bammel, weil da stecken wieder mehrere 10.000 Euro drin. Man denkt dann immer so an der Stelle so, hey, hätten wir mal doch lieber auch eigene Supplements gemacht, noch ein eigenes Fitnessprogramm oder Klamotten oder so ein Quatsch, weil das macht jeder, das funktioniert, da hast du ein bisschen die Garantie, dass du deine Nische abgreifst und, sag mal, ausbeutest. Aber bei uns war die Idee, wir dachten, wir brauchen nicht noch so eine Sache, die austauschbar ist, die jeder hat, die irgendwie über flüssig ist und dementsprechend haben wir uns für was Neues entschieden, haben da getüftelt, haben ein bisschen was Innovatives ausgearbeitet. Ja, wir sitzen seit fast 2 Jahren dran, wir haben da mehrere 10.000 Euro reingesteckt und dann kommt so ein bisschen die Angst halt auch, weil bei so einer Sache hast du nie die Garantie, dass es funktioniert. Das kann voll nach hinten losgehen, das heißt, das Risiko ist 1000-mal höher als bei Supplements oder Klamotten oder so ein Kram. Dementsprechend ist da so ein bisschen auch Angst natürlich dabei. Mich persönlich, muss ich aber ehrlich sagen, reizt es im Leben mehr, was Neues zu probieren, ein Risiko einzugehen und auch eine riesen Chance zu haben. Es reizt mich 1000-mal mehr als die finanzielle Sicherheit in allen Dingen im Leben, als irgendwas zu kopieren, was jeder macht, um einmal so ein bisschen abzucashen. Es ist eine Chance und ich bin wirklich selber gespannt, aber es geht so in die heiße Phase und dementsprechend, ich muss hier die ganzen Inhalte schreiben, weil wir machen wirklich komplett alles selber. Seit 2 Jahren sitzen wir da dran, arbeiten das Ganze aus mit einer Agentur auch noch zusammen, die halt die technische Seite übernimmt und ich bin so gespannt, ob das funktioniert oder nicht und ich werde euch, wenn ich mehr dazu sage, darf euch informieren und ich hoffe, es wird so angenommen, wie wir uns das erhoffen. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich wirklich stolz drauf, dass es klappt. Aber wie gesagt, das Risiko ist sehr hoch und ja, abwarten und Tee trinken. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es den Müll rechtzeitig rausbringen, weil bei so einer kleinen Bude fängt das schnell an zu stinken. Arschkalt hier. Richtig kalt. Boah. Boah. Scheiße, ist das kalt. Der Körper hat sich auf 4000 Kalorien eingestellt, also der Stoffwechsel hat sich ein bisschen angepasst auf 4000 Kalorien. Obwohl 3000 nicht wenig sind, kommt mir das inzwischen relativ wenig vor. Und man hat öfters inzwischen wieder das Gefühl, dass im Magen so ein bisschen leer ist, dass man so ein Hungergefühl hat. Guck mal, wie kalt das hier drin ist im Auto. Ich muss mal die Heizung anwerfen. Dementsprechend jetzt ab ins Training. Bankdrücken steht an. Ich gucke auch mal, was geht. Ich denke mal, eine Bestleistung werde ich nicht mehr packen. Die 140 Kilo sind erstmal abgesägt. Also man merkt tatsächlich, wenn das Körpergewicht um 2-3 Kilo runtergeht, merkt man das auch relativ schnell bei
bei den Grundübungen. So ist es bei mir zumindest im Gefühl. Haut mal rein, wie seht ihr das? Merkt ihr das, wenn ihr ein bisschen zunehmt, dass ihr viel mehr Kraft habt? Bei mir merke ich das schon, bei 2-3 Kilo merke ich da schon Unterschied. Wenn ich 2-3 Kilo mehr Körpergewicht habe, habe ich dementsprechend bei den Grundübungen schon viel mehr Power. Das ist schon eine Riesensache, finde ich, ob der Glykogenspeicher voll ist oder nicht. Erstmal schön hier die Sitzheizung auf volle Power. Ich bin heute wieder bei Next Fitness. Ich habe zwar auch Mitgliedschaft bei McFit oder bei FitX. Gerade bei McFit ist ja mal rappelvoll. Und bei FitX gucken die Leute mal richtig komisch. Und hier Next Fitness in Schöneberg habe ich mal meine Ruhe. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich meist hier bin zum Film. Hier ist es noch ganz klassisch. Hier gibt man seine Karte ab, dann kriegt man ein Schloss. Also richtig wie in einem alten Fitnessstudio, wie es früher war, ne? Ja. Danke dir. Gerade hier aufgebaut, schaut mal. So sieht das aus, richtig freaky. Dann haben wir hier so einen Typen, der ist auch Personal Trainer. Ja, guten Tag. Der hat auch ein bisschen Fitness heute gemacht. Was hast du heute gemacht? Heute, ich habe mir so tolle Tonringe gekauft. Willst du dich nicht mal ausziehen, über dein Body-Update machen, deine Body? Form? Guck mal, bist du am Definieren gerade oder was? Ah, so die Weihnachtsfeiertage ein bisschen ausgegangen. Hier, guck mal, ich habe mir so eine tollen Tonringe gekauft. Damit habe ich heute toll geturnt. Oh, oldschool. Voll geil. So Bodyweight. So Klimmzüge, L-Sit, so probiert so ein paar Muscle-Ups zu machen und so. Okay. Ganz gut, macht Spaß, mal ein bisschen Abwechslung ins Training bringen. Mit dem Seminar müssen wir nochmal so, ne? Da genau, kriegen wir genau. Nicht auf Reihe. Müssen wir da kommen so viele Anfragen hier immer. Müssen wir eigentlich mal umsetzen. Müssen wir machen. Philipp, wir sehen uns, du musst weiter. Ich muss weiter, ich werde langsam katabol, wenn ich so viel Filme nicht trainiere. Bis dann, ja? Ciao. So, da habt ihr meine Warm-Up-Routine gesehen für alle drückenden Einheiten, vor allem fürs Push-Training. Schön die Schulterrotatoren aufgewärmt, so ein Terraband ist Pflicht für mich. Ohne das würde ich in kein Push-Training gehen. Und da nehme ich mir wirklich 10, 15 Minuten vorweg, gucke immer, dass auch hier ne, der Ellenbogen schön dran ist, dass man das vernünftig macht. Die Außenrotation, auch ein bisschen das Kugelgelenk. Die Schulter ist mir das anfälligste Gelenk, dass man das Schultergelenk, also das Kugelgelenk ein bisschen aufwärmt. Sprich auch ein bisschen die Kugeln aktiviert, ein bisschen vordehnen, ein bisschen Blut rein in die Muskulatur. Und dann habt ihr ein viel besseres Gefühl bei allen Bankdrückbewegungen und ihr seid viel sicherer, wenn ihr so ein Warm-Up vorher macht. Deswegen immer so eine Warm-Up-Routine, vor allem für Schultergelenk, 10, 15 Minuten vorher und ihr seid viel besser dabei. Ganz ehrlich sagen, die Krafteinbüße in der Diät sind doch schon zu vermerken, gerade jetzt beim Bankdrücken. Ich habe mit 110 Kilo und 5x5 gearbeitet. Wichtig natürlich, dass es weiterhin sauber geschieht, ja, dass ich mich nicht abracke. Vor allem in der Diät ist es wichtig, dass man trotzdem schwer trainiert. Ja. Nicht im Ausdauerbereich, sondern wir müssen wirklich den Muskelreiz beibehalten, auch wenn die Kalorien weniger werden. Deswegen so weit wie es geht die Kraft beibehalten, auch wenn natürlich die Kalorien weniger werden und die Energie weniger wird. Aber ich versuche mein Bestes zu geben. Heute war dann nur Push dran, also wirklich Brust, Schulter. Den Trizeps habe ich jetzt isoliert mit dem Bizeps am Armtag, da noch ein bisschen intensiver dran zu gehen. Und ja, Training war ganz gut soweit. Man muss natürlich mal sagen, wenn man ein bisschen was abfilmt, fehlt leicht immer der Fokus. Dementsprechend werde ich euch auch bei den nächsten Einheiten mal mitnehmen und euch erzählen, wie die Kraftentwicklung ist. Zumindest so langsam kommen auch ein bisschen die Cuts rein. 3-4 Kilo, die ich mit der kurzen Erkältung und mit der Woche Diät jetzt circa verloren habe. Und ich merke halt den Unterschied, wo ich damals die 140 fast geknackt habe. Davon bin ich schon wieder weit entfernt. Also die 140 muss ich mir abschreiben für die nächste Massephase. Aber da merkt man schon ein bisschen den Unterschied. Ne? Nichtsdestotrotz
Squats versuchen, das Gewicht hochzuhalten, drauf zu knallen und auch mit weniger Energie da irgendwie den Fokus zu kriegen und reinzuhauen. Das schneidet sich hier schon wieder ordentlich ein, Sportsfreunde. Ich habe hier meinen Shake am Start, direkt nach dem Training. Weil ich natürlich hier gefilmt habe, hat es ein bisschen länger als hier gedauert mit dem Training. Ich muss noch unbedingt was essen, habe noch 1300 Kalorien etwa auf. Schon wieder die ganze Kiste voll mit Schnee. Boah, ich bin noch richtig hier den Arsch nicht. So. Viel Glück. Danke, das schaffe ich schon. Ach, so, endlich wieder in der warmen Bude. Und überhaupt nicht vorher schon drin gewesen, um die Kamera auszustellen. Schaut mal, wir haben schon 21 Uhr und ich habe noch ganze 1830 Kalorien offen. Weil ich so lange im Fitnessstudio war und so lange gefilmt habe, hat sich das alles ein bisschen nach hinten gezogen. Das heißt, ich hätte idealerweise noch einen Snack zwischendurch reinhauen können, damit nicht schon dieses Hungergefühl kommt, was ich jetzt habe. Nichtsdestotrotz, 21 Uhr, 1800 Kalorien, das kriege ich easy hin. Das bin ich aus der Masterphase gewöhnt. Das heißt, einmal eine Hauptmahlzeit haue ich mir jetzt gut rein mit 1100, 1200 Kalorien. Da kommen noch Möhrchen mit rein, Kartoffeln haue ich mir noch mit rein. Und dann gibt es am späten Abend vorm Pennen vielleicht noch einen Quark oder ein paar Nüsse und so. Und dann bin ich easy bei den 1800 Kalorien, die noch offen sind. Meine Hauptmahlzeit heute, 150 Gramm frische Möhre, 250 Gramm Lachsfilet, eine Handvoll Lauchzwiebeln, 150 Gramm frischer Blumenkohl, 400 Gramm frische Kartoffeln, zwei Spiegeleier. Und gerade mit dem Lachsfilet und den Spiegeleiern ersetze ich das Hähnchenfleisch von letztes Mal. Deswegen hier ein bisschen das Fett, was mir gefehlt hat. Ein bisschen weniger Eiweiß als mit dem Hähnchen. Das Ganze ergibt jetzt ja insgesamt knapp 1000 Kalorien. Denn ich habe jetzt nur noch, wie ihr sehen könnt, 685 Kalorien übrig. Das heißt, eine ordentliche Portion, aber wirklich schön gesund. Ein bisschen mehr die Fette jetzt mit drin. Und während mein Lachs wie hier lecker goldbraun wird und lecker anbrät, was ich natürlich hier mit Kokosfett mache, habe ich im Schrank noch was Leckeres gefunden. Und zwar eine helle Soße. Da haben 200 Milliliter knapp 100 Kalorien. Ein paar Kohlenhydrate habe ich sowieso noch auf. Tada, Essen ist fertig und das sieht doch mal ganz cool aus, oder? Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, auch wenn das nicht so schön drapiert ist, wie wenn das eine Frau macht oder Meisterkoch. Ich krieg richtig Hunger jetzt und gönn mir das erstmal rein. Und ja, auch schön Ballaststoff am Start diesmal hier mit den Möhrchen unter anderem und mit dem Blumenkohl. Essen, Netflix und Chill und ich ziehe mir hier Last Chance You rein, so eine Netflix Football-Doku, die finde ich ganz cool. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich so ein Süßer bin. Ich stehe auf so einen süßen Kram. Und hier Pepsi Max Cherry ohne Zucker, das rettet mir in der Diät auf jeden Fall noch das ein oder andere. Also ich brauche dann hin und wieder was Süßes und ich glaube, ohne solche Getränke würde ich in der Diät sterben. Nochmal schön reingönnen. Letzte Mahlzeit für heute. 250 Kilokalorien hier in dieser Obstschale. Banane, Kiwi, Blaubeeren. Der Tagesbedarf wird komplettiert mit einem leckeren Oatly, meinem Lieblingsriegel. Natürlich Schokogeschmack. Das ist sogar das Ding, was ich übelst wegfeiert. Sehen wir hier. Genau 2997 Kilokalorien, die 67 Kalorien können wir uns am Ende des Tages eigentlich schenken. Wir gehen nochmal ganz kurz auf die Makroverteilung diesmal ein, ob sich da was verändert hat. Und da sehen wir bei der Makroverteilung, wir haben heute hier 224 Gramm Eiweiß gegönnt, 304 Gramm Kohlenhydrate, 35 Gramm Ballaststoffe, 68 Gramm Zucker und 93 Gramm Fett. Das heißt, die Fette sind ein bisschen erhöht, die Ballaststoffe sind gestiegen und das Eiweiß ein bisschen gesunken, was aber immer noch mehr als genug ist. Wie man sieht, es bedarf ein bisschen Übung, um die Makroverteilung so einigermaßen hinzubekommen, ja. Ich mache das ja jetzt ein paar Tage und das Coole ist, bei 3000 Kalorien kann ich wirklich sehr, sehr gut noch improvisieren, kann immer mal wieder die Mahlzeiten austauschen. Das macht noch Spaß, ich quäle mich noch nicht, auch wenn ich hin und wieder schon ein kleines Hungergefühl inzwischen entwickle, weil der Körper immer noch auf 4000 Kalorien so ein bisschen eingestellt ist vom Stoffwechsel her. 3000 Kalorien ist eigentlich eine Kalorienanzahl, die relativ normal ist, ja, die jeder eigentlich so auch mitnimmt, der auch Sport macht, wenn er nicht in der Massephase ist. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich denke, die nächsten Wochen dürfte dann auch einfach mal körperlich das Ganze so langsam zu sehen sein, dass das Fett langsam verschwindet, das Wasser unter der Haut dann so nach und nach rausgeht. Ich hoffe, die Kraft kann ich einigermaßen beibehalten. Ich glaube, das wird ein großes Problem, was auch dann vom Training her so ein bisschen demotivierend ein bisschen wird, weil man ja so ein bisschen neue, ja, Kraftwerte erreicht hat und dann muss man wieder runtergehen, aber das gehört einfach zur Diät mit dazu. Nichtsdestotrotz sollte man, wie ich schon sagte, die Gewichte hochhalten, aber natürlich auch ein Verletzungsrisiko vermeiden. Ich glaube, das ist eine spannende Geschichte, für mich sowohl, vielleicht auch für euch, um das Ganze mal so ein bisschen nachvollziehen zu können. Und wenn euch das kleine Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall ein Däumchen hoch. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, euer Görki, haut rein.
Ciao.